Rund 80 Babys werden im Jahr auf Sylt geboren und das soll auch so bleiben. Dafür demonstrierten am Samstag 400 Sylterinnen und Sylter vor dem Westerländer Rathaus, denn die Asklepios-Klinik in Westerland schließt zum Ende des Jahres die Geburtsstation. Für die momentan schwangeren Sylter Frauen ist das schlichtweg eine Katastrophe. Ja, wir hoffen halt einfach, dass es hier für uns weitergeht, weil wir uns natürlich dementsprechend auch Gedanken machen, wie wir von der Insel kommen, was ist, wenn wir nachts die Wehen bekommen und ja. Wenn ein Kind kommt, kann eine Hebamme den kleinen Menschen auf die Welt holen. Aber auch für die Sylter Hebammen ist Geburtshilfe nicht mehr möglich, denn sie können die immens hohen Haftpflichtversicherungen nicht aus eigener Tasche zahlen. Arbeit für Hebammen funktioniert auf Sylt nur in Zusammenarbeit mit einer Klinik. Ich bin Tine Lung und ich bin im 8. Monat schwanger. Unser Kind soll im Januar auf die Welt kommen und uns ist es wichtig, dass es hier auf Sylt zu Hause zur Welt kommt. Und wir sind heute hier, um dafür einzutreten, dass die Geburtsklinik der Asklepios nicht geschlossen wird. Dem Asklepios-Konzern weht ein eisiger Wind des Widerstandes entgegen. Die Stimmung unter den Syltern ist zu Recht äußerst angespannt. Auch die Inselpolitiker sind empört über die Pläne des Klinikkonzerns. Die Bürgermeisterin der Gemeinde Sylt demonstrierte mit. Petra Reiber wurde noch einmal symbolisch schwanger. Schwanger mit all den Problemen im Zusammenhang mit der Abschaffung der Geburtshilfe. Das ist ein Skandal, dass die Geburtshilfe auf Sylt abgeschafft werden soll. Ja, ich habe in den letzten Wochen mehrfach mit der Konzernspitze des Asklepios-Konzerns gesprochen. Ich bin allerdings sehr enttäuscht darüber, dass man mich danach auf irgendwelche Qualitätsanforderungen, die nicht eingehalten werden können, abgeschoben hat. Ich bin der Meinung, dass das Sozialministerium die einzige Institution ist, die hier Druck ausüben kann auf die Asklepios-Klinik, und zwar über den Sicherstellungszuschlag. Die Klinik bekommt für die Aufrechterhaltung der Akutversorgung, wozu die Geburtshilfe auch gehört, einen Sicherstellungszuschlag von über 800.000 Euro. Und hier muss das Sozialministerium jetzt unbedingt den Hebel ansetzen. Sylt leidet jetzt schon mehr und mehr unter dem Wegzug der Insulaner, weil das Leben zu teuer ist auf der Insel. Arbeitskräfte fehlen heute schon zusehends. Sollte die Geburtshilfe tatsächlich wegfallen, kommen zukünftig garantiert keine jungen Familien mehr auf die Insel, um hier zu leben und zu arbeiten.